Weißt du, wie du mehr Selbstvertrauen gewinnst? Indem du lernst, einfach zu tun, umzusetzen. Davon kann ich dir wirklich viel erzählen. Auch jetzt wieder hier, wir sind im Grand Canyon, machen eine Reise mit unseren drei Kindern und alles kann man ja wirklich nicht planen. Ich habe fixe Punkte gesetzt, der Rest steht mir offen. Ich war auch nervös. Ich wusste nicht, wie das geht, ob das klappt. Ich war mir immer gewohnt, alleine zu reisen oder vielleicht mal zu zweit, aber sonst eigentlich alleine. Und alleine ist es nun mal sehr, sehr einfach. Aber mit der ganzen Familie so eine Rundreise zu organisieren und ich wollte nicht einen gebuchten Plan. Also es gibt ja Anbieter, Reiseanbieter, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte wirklich so reisen, wie ich mir das gewohnt bin. Ich war auch nervös. Ich habe das immer ein bisschen vor mich hergeschoben, weil ich wollte das einfach irgendwann umsetzen. Und ich weiß von der Vergangenheit her und auch von dem Lehrstoff, den ich lerne, dass wir stärker werden, wenn wir umsetzen, wenn wir einfach ausprobieren. Und umso mehr du den Mut hast, da rauszugehen, zu sagen, jawohl, komm, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt da aus, umso mehr Selbstvertrauen wirst du gewinnen, weil du wirst spüren und merken, hey, es hat geklappt. Das stärkt dich und du wirst mehr Schritte wagen, du wirst weitergehen, weitergehen. Und das ist der Punkt, diesen ersten Schritt zu sagen, okay, ich buche jetzt mal, in meinem Fall den Flug, irgendein Hotel, wir haben nicht alle Hotels gebucht, wir haben nicht, keine Ahnung, aber auch andere Dinge im Geschäftsleben, im privaten Bereich, dort, wo du zögerst, wo du Angst hast und trotzdem gerne etwas ausprobieren möchtest, mach's einfach, mach's. Mach diesen Schritt, probier aus und du wirst sehen, es wird gelingen, auf irgendeine Art und Weise. Manchmal kommt es ein bisschen anders, als man denkt, trotzdem, es stärkt dich und das ist das Wichtige, dass du dir selbst vertrauen kannst, dass du weißt, okay, ich mache diesen Schritt, weil ich lerne, weil ich mich entfalten kann, weil ich mich vergrößern kann mit mir selber. Und das ist wunderbar. Das sind Momente, wo es sich einfach lohnt, diesen Schritt zu gehen, zu machen. Nur einen Mini-Schritt. Und du bist einfach vielfach stärker nachher, weil du weißt, wie es nachher funktioniert hat. Ja, und ich mache meine Schritte, auch ich habe jeden Tag diese Herausforderung, wo, was, wie. Und ich erinnere mich auch immer daran, komm, mach's einfach, probier's, irgendwie geht das schon. Und sonst geht's halt nicht. Es kann ja nicht viel passieren. Also, auf dann wieder, bis dann. Wir sind im Grand Canyon, wir gehen jetzt weiter nach Lake Powell. Mal schauen, dort ist dieser berühmte Fluss. Bis dann, tschüss.